Herzlich willkommen zum 35. DocFest München und unserer ersten Online-Ausgabe, dem DocFest at Home. Als Weltpremiere zeigen wir in unserem Wettbewerbsprogramm Doc Deutsch und in der Doc-Fokus-Reihe Lasting Memories den Film Displaced. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Gespräch hierzu führen können mit der Regisseurin Sharon Rubikan und dem Produzenten Alexandre Tondowski sowie mit Frau Dr. Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, die auch gleichzeitig Protagonistin des Films ist. Das Gespräch wird geführt von Frau Dr. Miriam Zadoff, der Direktorin des Münchner NS-Dokumentationszentrums. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir dieses Gespräch in diesem Rahmen führen können. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich würde Sie sehr gerne jetzt alle bei unserem Max-Mannheimer-Platz begrüßen. Leider können wir das im Moment nicht machen, aber es ist mir deshalb eine umso größere Freude, dass wir auf diese Weise zumindest miteinander sprechen können, wenn auch auf Distanz. Displaced ist momentan, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Film, gerade weil wir haben ja jetzt in den vergangenen Wochen die Befreiungsfeierlichkeiten der Konzentrationslager erlebt. Die Überlebenden waren nicht da, waren nicht präsent und das ist ein großes Problem für Deutschland, weil Deutschland doch einen ganz wichtigen Teil seiner Identität, aber auch seiner problematischen Identität aus dem Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus zieht. Und dieser Film beschäftigt sich eben gerade mit der Frage, was passiert in den Familien der Überlebenden. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Film, der einer Angehörigen der dritten Generation. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind als Regisseurin, Frau Rubikan. Und ich würde Sie gern als erste Frage nach diesem sehr persönlichen Zugang zu diesem Film fragen, der ja kein Dokumentarfilm ist. Die Protagonisten werden nicht vorgestellt, werden nicht eingeleitet. Es ist eine sehr persönliche Reise, die Sie hier antreten. Es ist aber gleichzeitig ein sehr, sehr wichtiger Film, der thematisiert, was in der zweiten Generation passiert, die eben häufig geschwiegen hat. Und jetzt in der dritten Generation. Es ist die dritte Generation, die die zweite Generation zum Sprechen bringt. Wie sehen Sie Ihre Rolle darin? Wie ist es zu diesem Film gekommen? Ich glaube, es ist zu diesem Film gekommen. Erstmal herzlichen Dank und ich grüße Sie und danke für die tolle Einführung auch für den Film. Ich glaube, es ist zu diesem Film gekommen, weil ich glaube, dass was auf jeden Fall die zweite und auch die dritte Generation gemeinsam hat von Überlebenden, ist das Bedürfnis, verstehen zu wollen. Verstehen zu wollen, etwas, was man nicht wirklich greifen kann, auf der einen Seite. Das heißt, zu verstehen, warum haben sich meine Eltern gefühlt, wie sie sich gefühlt haben? Warum gab es ganz bestimmte Reaktionen? Wie sah die Beziehung aus zwischen meinen Großeltern und meinen Eltern zum Beispiel? Das ist ja davon geprägt und davon ist man ja als Enkelin direkt betroffen. Das heißt, man guckt sich das an, als kleines Kind schon, und man sieht es und beobachtet es und man versucht es zu begreifen. Ich glaube, dass ich aber in einer sehr gespaltenen Situation war, weil ich bin in Deutschland groß geworden, beziehungsweise bis zu meinem 14. Lebensjahr groß geworden. Und das heißt, man war auch immer anders als die anderen Kinder. Also ich war das dunkelhaarigste Kind in meiner Klasse. Und das heißt, man hat selber sofort auch einen Bezug zu dem quote-unquote Täterland. Davon ist man gar nicht frei. Das heißt, ich glaube, das sind die beiden Gründe, warum ich Displaced absolut machen wollte und musste, weil ich vor allem, vielleicht hätte ich auch Displaced nicht gemacht, wenn ich nicht mehr in Deutschland leben würde. Aber nachdem ich 10 Jahre im Ausland war und jetzt wieder seit 13 Jahren hier lebe, fühlt sich das an wie eine Verantwortung. Eine Verantwortung meiner, der ersten Generation von Überlebenden gegenüber, das zu tun, aber auch zu gucken, wie geht es weiter, was mache ich damit? Wenn ich noch eine Chance habe zu fragen, dann möchte ich fragen und verstehen. Und Sie zeigen ja sehr anschaulich in dem Film, dass als Angehörige der dritten Generation und als Nachkommen von Überlebenden Sie keine andere Wahl haben, als über das Thema zu sprechen. Im Gegensatz zu deutschen Freundinnen, die vielleicht das Gefühl haben, sie haben eine Wahl,
darüber nachzudenken oder nicht darüber nachzudenken oder wie es eben häufig dann passiert, dass man sagt, ja, man hat schon genug gehört und man weiß genug. Aber auf dieser sehr persönlichen Ebene erlebt man dann, dass es keinen Ausweg gibt, dass man sich damit beschäftigen muss. Ein Drang, den es eigentlich sozusagen auf der Täterseite dann in der Art und Weise häufig leider nicht gibt. Ja, genau. Ich glaube, dass Romina Wiegemann, eine der Protagonistinnen, sagt es perfekt. Und sie sagt, das ist ein Privileg, dass wir als Angehörige der dritten Generation von Überlebenden nicht haben. Das haben wir einfach nicht. Das glaube ich nicht, dass da irgendjemand sagen würde, wir können nicht darüber reden. Ich glaube, dass nie würden wir in so eine Situation kommen. Das könnte uns nicht passieren. Und ich glaube, dass genau weil ich in Deutschland geboren bin und hier aufgewachsen bin, ich glaube, nie ganz verstanden habe, und jetzt rede ich aus fast einer kindlichen Perspektive heraus, weil ich mich in mein damaliges Ich zurückversetze, wie kann das eigentlich sein, dass die anderen das nicht so empfinden? Und wie ist es, man sagt ja auf Englisch, the pink elephant in the room, ne, der rosa-rote Elefant, der ist da, das ist die Geschichte, und es wird nicht darüber gesprochen und es wird nicht verarbeitet, sondern es ist es ist ein Thema, das man im Geschichtsbuch, das niemanden wirklich so ganz betrifft, aber man fühlt sich wie eine globale Schuld, die über alle hängt, wie so ein Damoklesschwert, wo man ja das Gefühl hat, man fühlt sich schuldig, aber was ist denn da jetzt der Bezug? Geht es wirklich um diese Menschen dieses Landes? Also es ist wie eine Spaltung. Und das ist ein Gefühl, das mir sehr wichtig war, zu zeigen. Weil das ist das Gefühl, das ich immer gehabt habe. Und ich glaube, dass wenn man mich fragen würde, was bedeutet es, als jüdische Frau in Deutschland zu leben, dann würde ich sagen, das ist ein gespaltener Diskurs. Also ich weiß, wie ich mit jüdischen Mitmenschen rede, also die hier leben. Das ist eine Art und Weise, wie man darüber redet. Und dann gibt es die nicht-jüdischen Deutschen, wenn man jetzt über Deutsche reden will. Und da passiert was ganz anderes. Und dadurch, dass ich aber in beiden Welten immer präsent war, möchte man natürlich verstehen, warum ist das so? Und das ist definitiv einer der Hauptgründe, warum ich Displaced gemacht habe, das verstehen zu wollen und das anzusprechen. Das heißt, es geht eigentlich auch um einen Dialog. Absolut. Zwischen den Nachkommen der Täter und den Nachkommen der Opfer. Es ist ja interessant, es gibt zwei Beispiele von jüngeren Frauen auf der sozusagen Täterseite, die sich jetzt auch mit der Geschichte ihrer Großväter auseinandersetzen, die momentan breit rezipiert wurden. Das war einmal Geraldine Schwarz' Buch über ihre Familie und Nora Krugs Graphic Novel Adaption. Beides Frauen, die viel auch im Ausland leben und sozusagen auf Deutschland blicken. Gibt es bestimmte Dinge, die man erst in der dritten Generation ansprechen kann? Ich glaube, das wäre eine Frage für die vierte Generation. Ja. Weil eines der Sachen, die ich gelernt habe in dem Prozess, das Machen von Displaced, ist, dass jede Generation sich selber reflektiert in der Geschichte und einen einzig ihren Umgang versucht, so gut wie sie kann, damit umzugehen. Und ich bin gespannt, welche Blindspots die vierte Generation sagen wird über uns, die wir haben. Also das ist, da bin ich sehr gespannt drauf, aber es gibt viel, das natürlich gesagt wird, ne? Also ich glaube, dass Fragen, also viel wird ja thematisiert, die Frage des Sprechens oder Nicht-Gesprechens, wurde gesprochen oder nicht gesprochen, das ist eines der meist thematisierten, wurde in den Familien gesprochen oder nicht. Und ich glaube, das ist eine Glückssache, weil ich habe beides erlebt, wie gesagt. Und ich wäre sehr gespannt zu hören, was Frau Dr. Knobloch dazu zu sagen hätte, ehrlich gesagt, Sie das sieht. Ich wollte genau jetzt meine Frage an Sie stellen, Frau Dr. Knobloch. Es ist sehr schön, dass Sie da sind. Sie sind ja,
haben den Holocaust selbst erlebt. Sie haben den 9. November in München erlebt, als kleines Mädchen mit ihrer Großmutter und ihrem Vater. Und gleichzeitig waren Sie immer auch eine Repräsentantin der Münchner jüdischen Gemeinde, die sich zusammensetzt aus vielen Überlebenden. Das heißt, Sie haben auch immer auch gesellschaftlich sozusagen dem Deutschland gegenüber auch die Interessen der Überlebenden vertreten. Wie sehen Sie die Situation? Ja, dann, deswegen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Dr. Zadoff. Ich hab Sie vertreten, ich vertrete Sie heute noch, die Interessen der Überlebenden. Und deswegen, weil ich Sie so vertrete, wurde ich von verschiedenen politischen Richtungen als Mahnerin, als dauernde Mahnerin bezeichnet. Das hat mir aber überhaupt nichts ausgemacht, sondern für mich war es sehr wichtig, dass nach diesem jahrzehntelangen Schweigen, das ich ja miterlebt habe nach 1945, ich muss sagen, auf beiden Seiten, dass da endlich dass die Themen besprochen werden. Und dafür danke ich Ihnen, Frau Dr. Zadoff, und vor allem Sharon, dass Sie als junger Mensch sich mit diesem Thema, das sicherlich auch für Sie nicht leicht ist, darüber zu sprechen, dass Sie sich damit befasst. Also ich hätte mir gewünscht, dass es da mehr jüngere Leute unternehmen. Ja, dieses jahrelange Schweigen, das wir natürlich in den Familien durchgeführt haben, das kam ganz automatisch, weil wir natürlich wussten, wenn unsere Kinder mal in das Erwachsenenalter kommen, werden sie ja fragen, warum seid ihr denn in diesem Land geblieben, das euch so viel angetan hat. Und das hat eine meiner Enkelinnen, das ist ja schon die zweite Generation, mir in einem sehr, sehr langen Brief geschrieben. In Israel ist ja, wird ja das wird ja die Erinnerung und das Gedenken so dargestellt, dass die neunten Klassen fahren nach Auschwitz. Sie ist nach Auschwitz gefahren und hat mir dann eben diesen langen Brief geschrieben mit der Überschrift: Oma, warum seid ihr in diesem Land geblieben? Und ich meine, das ist eine äußerst schwere Frage. Ich weiß warum, weil jeder von uns hat diese Geschichte erlebt, hat den Holocaust erlebt in der oder in der anderen Form, hat den Nationalsozialismus in seiner ganzen Kraft erlebt, leider Gottes, ich als wirklich sehr junges Kind auch. Wir wollten ja alle weg. Wir wollten alle weg und wir wollten nicht in diesem Land bleiben. Es gab welche, die mussten bleiben, weil sie waren aus gesundheitlichen Gründen für kein Land aufnahmefähig. Aber wir wollten alle weg und wir sind alle angestanden. Wir haben alle unsere Papiere gehabt, in verschiedene Länder zu reisen. Aber alle, die da geblieben sind, es ist auch unsere Meinung gewesen, die meines Mannes und gottselig und meine, dass wir in diesem Land nicht leben wollen. Ich wollte ja nicht einmal aus meinem Versteck zurück in diese Stadt, weil ich das alles, was ich erlebt habe, habe ich nicht gedacht, dass das vorbei sein kann. Also ich meine, wir haben schwierige Zeiten nach 1945, muss ich schon sagen, hinter uns gebracht. Weil unsere Kinder haben natürlich auch nicht verstanden, warum sie keine Schulkameraden zu sich nach Hause einladen können. Das waren alles Zeiten, wo wir in einem selbsternannten Ghetto gelebt haben. Wir kannten uns, wir wussten, die Familien haben sich vergrößert. Dass wir nicht ausgewandert sind, war ja nur dadurch der Fall, weil sich zuerst das erste Kind und dann gleich das zweite Kind angemeldet hat. Und da wollten wir nicht in Ermangelung einer Sprache und Berufe haben wir durch die Ortsschule erlernt, wollten wir nicht in ein Land gehen, wo wir überhaupt keine Ahnung hatten, haben aber die Koffer nie ausgepackt. Also das muss man schon sagen, jahrzehntelang haben wir immer wieder darauf geschaut, ob wir doch nicht diesen Schritt durchführen sollen. Es war nicht so, dass alle zufrieden waren, dass sie in diesem Land geblieben sind. Und es zeigt ja auch, dass wir uns sehr isoliert haben
und das auch auf die Kinder ausgestrahlt hat. Ja, und gleichzeitig war das ja, dass sie geblieben sind und gemahnt haben und dass jemand wie Max Mannheimer nach München gekommen ist und sein Engagement hier dann umgesetzt hat, unglaublich wichtig, Deutschland zu dem Deutschland zu machen, das es heute ist, mit allen Problemen und all den Dingen, die wiederkommen und den Schwierigkeiten. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Dinge, die hier doch umgesetzt wurden und erfolgreich umgesetzt wurden und eigentlich vor allem, weil die Überlebenden da waren und gesagt haben, nein, wir lassen euch nicht vergessen. Jetzt in der jetzigen Krise sehen sich ja viele der Überlebenden als Risikogruppe isoliert zu Hause. Und man stellt sich so ein bisschen die Frage, ob jetzt nicht die Zeit wäre, dass Deutschland auch mal was zurückgibt, weil wir haben so viel davon profitiert, ne, die deutsche Demokratie. Und gibt es etwas eigentlich, was sich die Gemeinden, was Sie sich sozusagen als Vertreterin der Überlebenden jetzt hier auch wünschen würden, wo Sie sagen, tut doch jetzt mal was für uns? Eigentlich kann man den Überlebenden nichts zurückgeben, was sie verloren haben. Man muss aber darauf achten, dass die Angst, die sie in der heutigen Zeit wieder sehen und wieder fühlen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die Angst des Fortschrittes der sogenannten Schlussthematik. Schluss mit dieser Vergangenheit, das ist ja heute schon bei verschiedenen Parteien auch der Fall ist. Also das sind Ängste, die die Menschen haben, weil sie können in einem fortgeschrittenen Alter die politischen Themen gar nicht mehr begreifen. Ich glaube, ich sehe das ja, dass da eine gewisse Verzweiflung vorhanden ist, dass man sich immer noch Vorwürfe macht, ja, was haben wir denn eigentlich, wenn es jetzt deutsche Überlebende trifft, also in Deutschland lebende Überlebende, was haben wir denn eigentlich verbrochen, dass wir jetzt wieder in einer Situation sind, wo wir uns verstecken müssen, wo wir nicht zeigen dürfen, dass wir einen Magen-David tragen, wo wir nicht aus dem Haus gehen können. Ich spreche jetzt nicht von Corona, ohne dass man sich umdreht und nicht einer irgendwie mich erkennt. Also die Angst ist berechtigt und die Angst ist vorhanden. Und das ist etwas, was man tun muss. Natürlich im eigenen Bereich, sprich unsere Gemeinde, Sie haben das ganz richtig angesprochen. Man muss sehr auf diese Menschen achten, muss sehr mit ihnen sprechen. Man kann ihnen die Angst in der Form, die sie haben, gar nicht nehmen. Aber man kann die Menschen unterstützen in ihrem Leben, das sie jetzt leben müssen, zurückgezogen, in vielen Fällen leider allein. Und das wäre der richtige Weg. Und da, Sharon, sind Sie auch jemand, der diesen Weg beschritten hat. Und ich hoffe sehr, dass wir auch bei uns in unserer Gemeinde junge Menschen finden, die sich diesem Thema widmen. Weil das ist nicht nur eine Mitzvah, das ist nicht nur eine freiwillige Pflicht, das ist eine wirkliche Pflicht. Und deswegen glaube ich, ist diese Sendung, beziehungsweise auch das, was ich bis jetzt gehört habe, sehr, sehr wichtig, die Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Menschen gibt, die wirklich in einer Verzweiflung leben. Ja, ich glaube, das ist das Besondere auch an Displays, dieser sehr, sehr persönliche Zugang, dieser Blick in die Familien. Also es geht natürlich um die historischen Fakten, die auch zu wissen, die weiterzugeben, aber auch den Leuten zu zeigen, was das bedeutet, dieses Aufwachsen mit dem Schweigen, das Aufwachsen mit einem Trauma, das nicht vorbeigeht, mit einer Verletzung, die nicht vorbeigeht, weil sie so drastisch ist. Der Verlust der Familie, der ganzen Verwandtschaft. Der Großvater kommt vor, Frau Ribakan, und man sieht seinen ganzen Schmerz, der auch vor allem in dem fortgeschrittenen Alter dann wieder spürbar und wieder sichtbar ist. Das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Einblick, glaube ich, für viele Menschen und deshalb ein sehr wichtiger Film. Alex Dendowski,
Sie haben den Film produziert. Was war anders bei Displaced? Warum haben Sie den Film gemacht? Ja, gute Frage. Ich habe den Film produziert mit meiner Frau. Die könnte nicht dabei sein, weil die ist zu Hause mit unserer Zwillinge. Wie es immer bei uns ist, glaube ich, machen wir eine Entscheidung, warum wir einen Film produzieren oder nicht. Ganz ehrlich, aus dem Bauch. Es ist oft ein Bauchgefühl, dass wir etwas spüren von der Regie, dass da etwas ganz wichtig ist. Und ich weiß noch, bei dem ersten Mal, wo Sharon mir den Konzept geschickt hat, ich habe das gelesen und ich habe gespürt in mir für einer, dass da etwas ist. Und was interessant ist, dass jeder Film, was wir produzieren, hat irgendwie etwas mit uns auch zu tun. Ich bin auch zweiter, dritter Generation Überlebender. Ich bin nicht Deutsch. Ich bin Franzose, Engländer. Bin groß geworden in Straßburg, in Frankreich. Und meine ganze Kindheit, die einzige Ding, was ich wirklich wusste, ist, dass ich mit Deutschland nichts zu tun haben wollte. Aber auf gar keinen Fall. Ich wollte nicht nach Deutschland. Ich wollte kein Deutsch lernen. Mein Vater hat sehr viele Sprachen gesprochen. Er hat auch Deutsch gesprochen. Er mochte Deutschland, komischerweise, habe ich nie verstanden. Aber für mich war wirklich Deutschland auf gar keinen Fall. Da gehe ich nicht, diese Sprache will ich nicht sprechen. Und 30, 40 Jahre später bin ich hier angekommen. Habe ich eine deutsche Frau kennengelernt, habe ich deutsche Kinder und spreche diese Sprache. Riesenauseinandersetzung für mich ist es immer noch und es ist auf eine unbewusste Ebene bei mir mehr und mehr zu bewusst gekommen, was ist das in mir, die so gegen etwas kämpft. Und ich bin immer noch, ja, in diesem ganzen Prozess mit Sharon diesen Film zu machen, ist es immer noch eine Riesenauseinandersetzung mit meiner Vergangenheit, meine vaterliche Seite, war polnisch-jüdisch und die andere Seite Irland-katholisch. Das heißt wirklich eine große Mischung in meiner Familie. und ja, das ist, ich wusste nur am Anfang, diese Film mussten wir produzieren. Mehr wusste ich nicht. Ich kannte ein bisschen Sharon, ich fand die auch eine sehr talentierte junge Regisseurin und ich wollte die einfach die Möglichkeit geben, diese Film zu machen. Und jetzt nach 3 Jahren Zusammenarbeit, ich merke mehr und mehr, warum und was hat das mit mir zu tun. Und ich bin einfach dankbar, dass ich diese Reise mitmachen dürfte und dass die Sharon das geschafft. Ich glaube, es war nicht ohne Schmerz, Sharon. Kann man laut sagen, da waren viele Prozesse, in das zu machen. Aber ich bin, würde ich denken, oder sagen, am meisten bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass ich so Film produzieren darf, weil es ist ein Geschenk und es muss gemacht. Wir müssen diese Dialoge haben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass eine Regisseurin, die in Deutschland lebt, diesen Diskurs anfängt. Dankeschön. Eine schwierige und schmerzhafte Auseinandersetzung, aber eine sehr, sehr wichtige. Und gerade jetzt in der dritten Generation und gerade jetzt in der Situation, wo man das Gefühl hat, ja, es rückt immer weiter in die historische Distanz, aber eigentlich ist es ja gar nicht so. Auch wenn jetzt der Krieg 75 Jahre zurückliegt, der Schmerz in den Familien, und das zeigt der Film ja sehr, sehr eindrücklich, ist ganz frisch. Und ist immer noch da und muss jetzt angesprochen werden. Und viele Dinge kommen in dem Film vor. Auch die Frage, es gibt diese Diskussion, die Sie führen, Sharon, mit Ihrer Freundin. Was bedeutet jüdisch sein? Und was sehe ich an dir als jüdisch und als nicht jüdisch? Ich finde das, oder als nicht sichtbar jüdisch. Das sind so wichtige Themen. Also auch die Sichtbarkeit von den vielen Möglichkeiten, jüdisch zu sein in der deutschen Gesellschaft, das zu diskutieren und nicht immer nur als die anderen zu sehen, sondern als Teil eines Prozesses, den dieses Land führen muss und endlich führen muss und schmerzhaft führen muss, aber der so unglaublich wichtig ist, damit eben Antisemitismus
nicht wieder, also und es ist ja leider schon sehr, sehr dramatisch, was passiert, aber damit wir es in irgendeiner Form aufhalten können, gerade bei jüngeren Leuten, eine andere Art der Diskussion zu führen. Deshalb ein unglaublich wichtiger Film und ich möchte Ihnen allen dreien danken, Ihnen natürlich ganz besonders, Frau Dr. Knobloch, für Ihr Engagement über die Jahre und Jahrzehnte und ungebrochen und immer mit sozusagen mit der gleichen auch Zuversicht trotz allem. Und Ihnen, Frau Ribakan und Alex Trondowski, für dieses Engagement, das so unglaublich wichtig ist, hier auch diese sehr persönlichen Erfahrungen zu teilen mit allen. Und ich kann mir vorstellen, bin sicher, dass dieser Film sehr viel bewegen wird und wir werden in unserer pädagogischen Vermittlungsarbeit gerade zum Thema Antisemitismus mit Sicherheit verwenden und benutzen. Und es wäre für uns natürlich eine große Hilfe oder eine wunderbare Perspektive, wenn Angehörige der dritten Generation auch mehr sprechen würden. Wenn vielleicht auch aus den Gemeinden hier noch mehr gesprochen wird. Man kann verstehen, dass die Leute nicht sprechen wollen. Oder dass sie vielleicht kein Interesse haben. Aber wenn sie sprechen, ist es, glaube ich, von sehr, sehr großer Wichtigkeit. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen. Vielen, vielen Dank. Ich fand das ein sehr, sehr schönes und wichtiges Gespräch und einen sehr schönen Film. Ich hoffe, dass er viele, viele Zuschauer finden wird und dass wir uns beim nächsten Mal wieder ganz analog zusammentreffen werden und nicht am Bildschirm. Wir danken Ihnen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Frau Knobloch. Und danke, Schaar. Ich würde auch mich gerne ganz extrem nochmal bei Frau Dr. Knobloch bedanken, die mir alle Türen ermöglicht hat, in München zu drehen, diesen Film zu machen, in dem Film zu sein. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Das heißt, danke für alles, wahrhaftig. Und auch danke an Alex Trondowski, der mit mir durch diese Reise durchgegangen ist und auch mein ganzes Team, was nicht da ist, was nicht das Glück hat, da durchzugehen, weil der Prozess war wahrhaftig nicht einfach und ich habe ein unglaubliches Team an meiner Seite gehabt, ohne dem das nicht möglich gewesen wäre. Ob es meine Regieassistentin ist, Sylvain oder meine Editorin Eve, wunderbare Menschen, mehr sehen Sie dann von Ihnen dann auch im Film und in Ihrer Arbeit, die Sie wir zusammen geleistet haben. Danke, Frau Zadoff, für diese Möglichkeit und diese tollen Fragen.